Servus Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video von mir. In diesem kurzen Video werde ich euch einfach mal zeigen, wie ihr an eurem Mountainbike selber den Mantel mit einfachen Mitteln wechseln könnt. Was wir dazu brauchen, ist einmal hier diese Pumpe, um den Reifen nachher später wieder aufzupumpen. Wir brauchen natürlich hier einmal einen neuen Mantel, den wir montieren wollen, ohne wird es schwer. Gegebenenfalls brauchen wir vielleicht auch noch einen neuen Schlauch, wenn der alte irgendwie ein Loch hat. Und ein wichtiges Hilfsmittel ist auch noch hier, habe ich hier noch so ein paar Reifenheber, um den Reifen nachher oder den Mantel nachher von der Felge zu kriegen. Für die Montage würde ich sagen, drehen wir das Fahrrad einmal auf den Kopf. Stellen das ab. Und so können wir dann auch viel besser dran arbeiten. In meinem Fall werden wir jetzt hier am Vorderrad den Mantel austauschen. Viele, die zum ersten Mal einen Mantel kaufen, stellen sich natürlich auch die Frage, welchen Mantel brauche ich überhaupt für mein Fahrrad? Als erstes unterscheiden sich hier die Mäntel in der Laufradgröße. Also ich habe jetzt hier einmal 26 Zoll. Mein Fahrrad hat dementsprechend natürlich auch 26 Zoll. Die gibt es aber auch in 27,5 Zoll, 29 Zoll, 28 Zoll, je nachdem, was euer Fahrrad halt hat. Da müsst ihr auf jeden Fall drauf achten. Dann haben die Mäntel noch eine bestimmte Breite, das ist auch in Zoll angegeben, in meinem Fall hier 2,4 Zoll. Mein alter Reifen hatte 2,35 Zoll, dementsprechend sollte der 2,4 auch gut drauf passen. Aber nicht jeder Mantel kann auf jeder Felge montiert werden. Also wenn ihr zum Beispiel eine ganz schmale Fahrradfelge hier habt, könnt ihr keinen 2,4er Mantel drauf montieren. Das würde einfach nicht heben oder würde irgendwann in der Kurve wieder rausrutschen. Dementsprechend einfach mal beim Felgenhersteller schauen, in der Anleitung, da steht meistens auch drin, bis wie viel Zoll hier die Mäntel montiert werden können. In meinem Fall habe ich mich jetzt hier einfach für die High Roller 2 in 26 Zoll und 2,4 Breite entschieden und die werden wir jetzt einfach mal montieren. Als erstes müssen wir natürlich die Luft ablassen, das heißt, wir schrauben erstmal den Deckel hier ab und lassen ein wenig die Luft raus. So, die Luft ist jetzt auch draußen. Wenn die Luft abgelassen ist, können wir hier auch unten diese Schraube vom Ventil lösen. Die Sachen lege ich einfach mal erstmal kurz auf die Seite. Um den Reifen runter zu bekommen, gehen wir erstmal her und lockern den ein bisschen hier, dass der nicht mehr ganz so fest auf der Felge sitzt. So, und im nächsten Schritt gehen wir her, setzen den Reifenheber hier einmal an, unter den Reifen und hebeln den hier einmal so raus. Dann haben die meisten Reifenheber hier auf der Seite so einen kleinen Haken, der ist dazu gedacht, dass man den hier unten an der Felge einhakt, dann bleibt er hier auch schön sitzen. Im nächsten Schritt nimmt man sich dann einfach einen zweiten Reifenheber, setzt den daneben hier einmal an, auch rein und kann dann einmal um die ganze Felge hier rumgehen und die einmal drehen. Und jetzt seht ihr auch, warum das Rad geschickt ist, wenn das noch montiert ist, weil dann kann man einfach das Rad einmal hier rumdrehen. Und der Mantel ist lose. Im nächsten Schritt würde ich euch empfehlen, einmal das Laufrad auszubauen. In meinem Fall den Schnellspanner hier lösen und die Achse rausdrehen. Das kann von Fahrrad zu Fahrrad aber auch ein bisschen unterschiedlich sein. Zieht dann hier die Achse raus und dann nehmt das Laufrad. Das legen wir jetzt erstmal zur Seite. Das Laufrad haben wir jetzt erfolgreich ausgebaut. Das heißt, wir gehen jetzt hierher. Im nächsten Schritt würde ich empfehlen, den Schlauch zu entnehmen, das heißt wir drücken hier das Ventil einmal durch, entnehmen den Schlauch und können den dann ganz einfach rausziehen. Den Schlauch den legen wir erstmal beiseite, den brauchen wir nachher noch. Als nächstes müssen wir den alten Mantel einfach nur von der Felge runternehmen. Entweder man kann ihn einfach per Hand runterziehen, in meinem Fall ist schon ein bisschen fest, das heißt ich nehme einfach hier wieder so einen Mantelheber zur Hilfe, drehe das Laufrad einmal rum. Ich setze auch hier wieder diesen Mantelheber einmal an und kann dann quasi einmal ganz einfach hier rumgehen. Löst sich fast schon alleine und jetzt kann ich auch das Laufrad rausziehen. Bevor wir jetzt allerdings hier den neuen Mantel auf der Felge montieren, prüfen wir erstmal, ob mit der Felge alles in Ordnung ist und ob hier auch dieses Felgenband keine Defekte aufweist. Nicht, dass da nachher irgendwelche Dornen oder Ecken drin sind und der neue Mantel, den wir draufsetzen, gleich wieder kaputt geht. Ich gehe da immer her, nehme hier einfach hier so ein Tuch, wische hier auch einmal drüber.
Als nächstes gehe ich mit der Hand hierher, fahre hier einmal nochmal drüber an den ganzen Kanten, ob die Kanten auch glatt sind, nicht, dass da irgendwelche Macken drin sind und der Schlauch gleich wieder ein Loch hat oder der Mantel kaputt geht. Sieht bei mir aber alles ganz gut aus. Dann können wir jetzt anfangen, den neuen Mantel zu montieren. Als nächstes nehmen wir uns einfach hier unseren neuen Mantel zur Hand. Bevor wir den Mantel einbauen, müssen wir allerdings erstmal prüfen, in welche Laufrichtung der Mantel eingebaut werden muss. Dazu gibt es hier auf fast allen Mänteln hier diese Rotation. Da wird angezeigt, in welche Richtung der Mantel eingesetzt werden muss. Dazu müsst ihr euch einfach mal überlegen, wie sich nachher das Rad dreht und dementsprechend quasi den Mantel auch aufsetzen. So, die Richtung habe ich geprüft. Als nächstes können wir hier einfach quasi unseren neuen Mantel draufsetzen. Wir gehen jetzt hierher und setzen als erstes mal die eine Seite hier in die Felge rein. Kann sein, dass man da ein bisschen Kraft braucht. So, die eine Seite haben wir schon mal drin. Als nächstes gehen wir dann wieder her, nehmen uns den Schlauch, den wir vorher ausgebaut haben, den wir dann nicht ersetzen wollen, und setzen den einfach wieder ein. Dazu suchen wir uns erstmal hier dieses Felgenloch, nehmen das zu uns, drehen dann den Schlauch einmal richtig hin, setzen hier das Ventil durch das Loch durch und legen dann einfach mal ganz vorsichtig den Schlauch hier außen rum. Da sollten wir jetzt darauf achten, dass der nicht irgendwelche Knicke oder sonst irgendwas hat. Das sollte da schön drin liegen. Sobald der Schlauch hier einmal schön drin liegt in der Felge, können wir auch hergehen und den einmal leicht fixieren hier mit dieser Mutter, die wir vorher entfernt haben. Nicht zu fest andrehen, einfach mal bloß locker draufstecken oder draufschrauben. Jetzt haben wir es auch schon fast geschafft. Als nächstes gehen wir her und drücken die zweite Seite von dem Mantel noch in die Felge rein. Dazu am besten immer hier an der Stelle vom Ventil anfangen, weil da hat man nachher am wenigsten Spiel und wenn dann irgendwas nicht passt, ist das immer ein bisschen gefrickelt, das dann reinzukriegen. Deswegen immer hier mein Tipp, am Ventil anfangen. Das heißt, wir drücken das hier einmal rein und gehen dann hier einmal rundherum. So, bis auf das letzte Stück hier oben ist jetzt auch schon alles hier in der Felge drin. Man könnte jetzt natürlich hergehen hier und einen Mantelheber ansetzen und es reinziehen. Meistens reicht es aber auch schon aus, wenn man hier einfach so eine Art Affengriff anwendet. Man packt hier oben beide Hände an und zieht quasi hier einmal das nach hinten. Flop. Und dann ist das auch schon drin. Jetzt gehen wir noch einmal her. Drehen das Rad hier, drücken das überall nochmal so ein bisschen, dass das gleichmäßig in der Felge drin sitzt. Der Mantel sitzt jetzt auch gut auf der Felge. Jetzt können wir hergehen und das Laufrad einfach wieder am Fahrrad montieren. Und dann pumpen wir noch Luft rein, dann sind wir eigentlich auch schon fertig. So, jetzt müssen wir eigentlich nur noch Luft hier in den Reifen reinlassen. Dazu einfach die Luftpumpe hier ansetzen. So, noch ein kleiner Tipp von mir jetzt am Rande. Ich mache das immer so nach einem Mantelwechsel, dass ich einmal den Reifen voll auf 4 Bar aufpumpe. Einfach aus dem Grund, dass der Reifen sich richtig schön in die Felge reinsetzt. Manchmal hört man dann auch so einen ganz kleinen Knall. Dann merkt man, jetzt hat er sich richtig reingesetzt. Und anschließend lasse ich einfach wieder ein bisschen Luft ab auf den gewünschten Luftdruck, den ich sonst immer habe. Zur Kontrolle, ob er auch richtig schön in der Felge gleichmäßig drin sitzt, haben die meisten Mäntel hier einmal diesen kleinen Strich hier. Der sollte immer gleichmäßig weit entfernt sein von der Felge. Also man sieht hier, er ist ungefähr 5 mm bei mir weg. Man kann das Laufrad hier einmal drehen und dann einfach mal gucken, ob das auch überall so passt. Scheint gut auszusehen. Hier haben wir auch immer den gleichen Abstand, auch wenn man das Rad einmal komplett rumdreht. Wir haben den Reifen jetzt aktuell auf 4 Bar aufgepumpt, was für mich viel zu viel ist. Deswegen gehe ich jetzt hier einfach her und lasse hier wieder ein bisschen Luft ab und prüfe dann anschließend nochmal mit der Luftpumpe, auf wie viel Bar ich gerade bin. In meinem Fall werde ich wahrscheinlich ungefähr so den Reifen hier mit 2 Bar fahren. Das soll es für heute auch schon gewesen sein mit diesem kurzen Video. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Schrauben und beim Biken
Und ich bin für heute raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.